legen den da hin. Gut, wir müssen ihn natürlich wieder K.O. hauen. So. Dann machen wir... Ja. Ja. So ungefähr. So. Gehen. Ja! Lösung! Juhu! So, und jetzt bloß nicht sterben beim Endboss. Aber wir haben es geschafft! Ich bin stolz auf mich. Juhu! Bin ganz allein auf die Lösung gekommen. So. Herrlich. Schön. So, was kommt jetzt für ein Boss? Bowser Junior nochmal. Krieg ich auch nochmal so ein Gefährt? Ach, ich krieg da ein kaputtes. Ja, wie nett. Nee, ich krieg gar keins. Noch besser. Oh, das erinnert jetzt aber sehr stark an den Bosskampf von, Super Mario World. Und zwar sehr. Kann ich das... Kann ich auch was machen? Kann ich mit der was machen? Ich will da drauf springen, oder? Hä? Ach! Alles klar. Jetzt verstehe ich es erst. Ja, ich habe es vorher nicht gecheckt. Tut mir leid. Okay, jetzt kommen Flammen. Kennen wir ja auch. Okay, jetzt kommt er wieder. Bleiben die Flammen jetzt für ewig, oder was? Ja, super. Schmeiß deine scheiß Kugel. Danke. Problem, ne? Ja, toll. Jetzt darf ich das Ganze nochmal machen, weil ich ihn nicht geschafft habe. Ach Gott. Okay. Okay. Ja, hätte ich von Anfang an vielleicht geschnallt, was ich machen muss, wäre es vielleicht besser gegangen, aber gut. Nein, tut mich auch. So, hoch da. Ja, kommt hier weg. Nee, Luigi, bleib mal zu Hause. Wir haben es bis hierhin allein geschafft, dann schaffe ich den Rest auch alleine. So. Bitte nimm den Pilz mit. So. So, mal darüber. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt nochmal so gekonnt wie eben. So, dann komm du mal hierher. Komm bitte hier rüber. Toll. Ach Mensch, ey. Ja, das ist ja das Ding, ich muss wieder umbringen. Ich komme ja nicht zurück. Ah, wir verlieren jetzt hier die ganzen Leben wieder. Dafür habe ich ja gerade auch ein paar gekriegt, so ist das nicht, ne? Aber es ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, weil es sah gerade so gut aus. Vor allem, ja, ich muss den anscheinend als flachen Eisblocken auch, blocken. Ach, ich bin nicht auf ihn raufgesprungen. Das kommt, ist ja. War kein Glück oder kommt auch noch Pech dazu? Weil sonst schlittert er halt nicht so darunter. Ich glaube, der dicke Eisblock war das Problem, dass der halt dann da an der Wand zerschellt ist. So, weg hier. Schneller. So, gib mir den Pilz. So, groß sind wir. Hoch. Gib mir die Blume. So, mitnehmen.
Das wollte ich jetzt nicht. Ich muss praktisch hier, wenn er hier an der Ecke ist, draufspringen. Ach Gott, das braucht er immer wieder so lange. Beeil dich ein bisschen. Ich habe gleich nicht so viel Zeit für die, für den Endboss. So, das ist schon mal gut. Nicht schon wieder! Ach, Mann, ey. Ich wollte halt nur ein bisschen in die Ecke gehen, bevor ich den schmeiß, aber wahrscheinlich sollte ich das nicht tun. Ich sollte einfach hochheben und direkt schmeißen. Ich habe aber Angst, dass er dann direkt da wieder an die Kante knallt. Oh, Mann. Ja, ich reg mich gerade auch wieder ein bisschen künstlich auf. Weil das eigentlich klare Kiste ist, ich halt wieder nur zu unfähig bin. Genau wie das da wieder. Ich versammle jetzt meine ganzen Leben an diesem Ding. Ich könnte natürlich jetzt hier am Anfang gleich einen Stern nehmen. Das wird es einfacher machen. Aber nee, komm. Wobei ich die Sterne wahrscheinlich sonst nie verbrauchen werde, ne? Ja. Werde ich jetzt nochmal hier vorne drauf gehen mit dem Stern. So. Okay. Und weiter geht's in wilder Fahrt. So. Gib mir den Pilz. Zum Glück ist das ja keine wirklich lange Stelle, die wir hier jedes Mal wieder machen müssen. Nur ich stelle mich halt blöd an. Das hier ist eine doofe Stelle. Muss ich. Also ja, es ist clever gelöst. Nicht falsch verstehen. Die Idee der Lösung finde ich klasse. Aber für mich so als Grobmotoriker ist es nicht so geil. So, jetzt kommen wir her. Danke, das geht einfach so. So, und jetzt noch irgendwie schnell den Boss schaffen. Ich werde noch mal ein paar Münzen einsammeln, weil ich Angst habe, dass ich sonst verrecke. Ich habe zu wenig Münzen. So. Rein da. Okay, wir haben jetzt ja gecheckt, also ich habe jetzt gecheckt, ihr vielleicht schon vorher, wie es zu machen geht. Ich habe erst gedacht, dass ich abwarten muss, bis die Bombe sich abkühlt oder so. Aber nee, wir müssen ihm sie einfach entgegenschleudern. So, komm her. So. Und dann vielleicht, dass du deine scheiß Flammen alle hier in die Ecke spuckst, wo sie mich nicht stören. Genau. Okay, das hat schon mal ganz gut geklappt. Es wird langsam ein bisschen enger hier. Machen wir alles Feuer hier. Ha! Gut, das ging ja recht fix. Ach, schön. Der ist schon mal erledigt. Aber das war mit Sicherheit nicht der Endboss. Weil sein Papa war ja noch nicht da. Oh, Kamek kommt. Ja! Schön. Ja, wohin geht's jetzt? Vor allem, kommt jetzt nochmal eine ganze Welt oder kommt jetzt nur nochmal ein Schloss? Wie sieht's aus? Oha. Oh, ein großes Schloss. Ja, aha. Okay. Ja, auf jeden Fall speichern. Diese blöde Münze muss ich abspeichern. So. Auch hier gibt es drei Münzen zu holen, natürlich. Das große letzte Schloss, wie es aussieht. Natürlich kommt danach noch die Sternenwelt. Nicht vergessen, klar. Schauen wir mal, wie es hier abgeht. So, ist hier was versteckt? Nee. Okay, es gibt schon mal eine Eisblume. Oh, das ist schon mal. Ist ja schon mal was. Ja, ich wäre fast da reingefallen. Oh, reingesprungen heißt das eigentlich. Oh, das hat auch wieder Erinnerung an das alte Mario. Okay. Ist da unten was drin, was sich lohnt? So. Nee, das hat sich nicht gelohnt. P-Switch. Hm. Ja.
Ja gut, zumindest kann ich hier besser langlaufen. Oh, und es gibt ein Leben. Ja, okay. War in Ordnung. Hat sich vielleicht sogar gelohnt. Wo ich meine Blume natürlich auch gerne behalten hätte. Okay, das ist relativ gut hinzukriegen. Okay, ist da noch was versteckt? Wir haben noch keine Münze. Das macht mich so ein bisschen stutzig. Scheiße, das sind die Münzen, oder? Ja. Gut, die sollten wir vielleicht mitnehmen. Und ich hoffe, es ist. Ich hoffe inständig, dass es die erste ist. Es ist die erste, okay. Schneller. Oh Gott. Ja, hat geklappt. Hohoho. Es war bis hierhin okay, sag ich mal. Also es war jetzt noch nichts total spektakuläres. Oh Gott. Okay. Ist da was versteckt? Nein. Da hinten ist was versteckt. Ja, das muss ich jetzt leider in Kauf nehmen. Ich will die Münze haben. Es war auch die zweite. Das freut mich. Solange wir noch ein paar haben, hier ist ja alles okay. Boah. Okay. War auch machbar. Definitiv. Checkpoint. Und jetzt schon das Schloss? Ha. Das war ein relativ kurzes Schloss bis hierhin, ne? Kommt jetzt schon der Bosskampf? Mal gucken. Wir haben jede Menge Zeit, sehe ich auf jeden Fall da oben. Über 500 Minuten, Sekunden. 500 Minuten wäre ein bisschen viel. Oh, geil. Wie damals in, ja, in eigentlich allen Mario-Spielen, ne? Dieses, den Flammen ausweichen Gedöns. Ist cool. Nochmal? Nee. Hi! Wie früher. Ja. Ja, nu? Springst du auch mal? Yes. Okay, da war ich nicht schnell genug. Okay. Ich hätte direkt mit der Blume einfach auf ihn schießen sollen. Ich glaube, das wäre am einfachsten gewesen. Habe ich noch eine Blume? Mal kurz gucken. Ja. Komm. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wir haben den Checkpoint bereits erreicht. Das ist ganz gut, wenn ich jetzt nochmal groß geworden bin, weil ich glaube, die letzte... mir fehlt ja die letzte Münze. Ah, nee, wir spawnen jetzt ja direkt hier, genau. Stimmt ja. Dann könnte ich mir ja nochmal eine Blume holen, ne? Ja. Nur zwei Blumen. Das geht auch. Okay. Ja, dann schießen wir gleich nochmal auf ihn. Falls ich jetzt nochmal den Flammen ausweichen kann. Da hatte ich ja auch eben ein bisschen Glück tatsächlich. So. So, nochmal. Ich schieße jetzt einfach mal so viel ich kann. Vielleicht kann man ja auch einfach platt machen. Kann man. Ich mach das jetzt einfach so. Gut, das war jetzt scheiße. Spring hoch. Lauf! Ha! Tschüss! Aber das wird doch nicht alles gewesen sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Peach! Du bist nicht Peach, ne? Juhu! Oh Gott. Und ich bin klein!
Hallo Bowser. Okay. Danke sehr. So, ich muss jetzt aufpassen. Das ist ziemlich geil. Ja, jetzt komme ich wieder durch. Okay, danke. Ja, das Problem ist, ich muss ja auch da hochkommen. Danke. Ist da ein Pilz? Oh, da ist die letzte Münze. Die will ich haben, die will ich haben. Komm her. Ja. Ich hab sie! Okay. Oh, ich hätte jetzt gerne nochmal einen Pilz. Vielleicht ist da auch noch was Geileres drin. Das ist ziemlich cool. Hat was. Oh, ein Leben. Ich hatte eigentlich auf einen Pilz gehofft. Ah, wir können weg. Das haben. Oh! Wieso bin ich denn runtergefallen? Och nö. Jetzt ernsthaft? Jetzt muss ich alles normal machen? Oh, scheiße. Wieso doof? Nur weil ich von dieser blöden Plattform runtergefallen bin. Oh, ist das ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich, weil eigentlich war bis dahin alles perfekt. Ich war gut ausgerüstet, ich hätte nur noch diesen scheiß Propellerpilz nehmen müssen. Und dann wäre es... Ja. So ein Scheiß. Das ärgert mich jetzt, weil ich da einfach zu doof war. Jetzt habe ich auch keine Blume. Ja gut, die Blume hat mir gerade anscheinend eh nichts gebracht. Deswegen... Kriegen wir schnell wieder hin. Der war jetzt einfacher als die anderen. Ich muss einfach nur durch. Ich muss warten, bis er springt und irgendwie schnell sein. Ich kann leider seine Gestik nicht so richtig deuten, wann jetzt ein großer Sprung kommt und wann nicht. Ja, jetzt nicht. Das war's. Ja. Wie so schnell bin ich nicht? Boah, wie mache ich denn das? Ja, gut. Ja, geh da wieder rein. Will Bowser töten. So. Okay, zumindest gibt es hier den versteckten Block. Oder gibt es hier vielleicht noch einen? Nee, ne? Das machen sie wahrscheinlich nicht. Dass es hier noch einen gibt. Nee. Ja, wäre zu vieles Guten, denke ich mal. Okay. Beeil dich ein bisschen. So. Ja, der war gut. Also zwei kommen ja auf jeden Fall immer. Ja. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist Bowser. Und ich komme halt nicht rübergesprungen über ihn. Ich brauche halt Anlauf. Das war Glück. Das war Glück. So, weg bist du. Können wir das Ganze jetzt ein bisschen beschleunigen? Nee, ne? Dann müssen wir uns das Ganze nochmal angucken. Kamek ist ja gar nicht mehr da oben. Oder geht es jetzt direkt los? Ach so. Das haben sich dann anscheinend doch gespart. Dass man das einmal sieht und dann nicht nochmal. Okay. Ja. Und dadurch ist Kamek ist tatsächlich tot, ne? Das hört sich so angehört. Dudup. So, ich muss ja schon hier oben bleiben. Scheiß jetzt gerade was auf die Münzen. So. Das war perfekt, der Schuss. Und das ist noch perfekter gewesen. Das ist ja mal richtig gelungen. Da ist jetzt ein Leben drin. Das können wir uns natürlich gönnen. Ja, komm, wenn wir schon hier ist, die Möglichkeit haben. Nehmen wir das auch noch. Wow, ich habe es überlebt. Nee, also wenn, dann will ich auf jeden Fall den Pilz. Der ist besser. Okay. Das ist ziemlich geil.
Das ist echt cool. Und die Mucke. Voll martialisch. Gar nicht so Mario-typisch. Ja, es sind schon ein paar knifflige Stellen hier. Ach, ja richtig. Ich darf ja gar keinen Treffer einstecken bei der Lava. Puh. Oh, okay. Ich weiß halt nicht, wie viel da noch kommt, ne? Aber bis dahin ist es ziemlich geil. Na, leider müssen wir halt das davor, aber wir machen das Geplänkel. Das tut mir auch ein bisschen leid. Das ist wahrscheinlich zum Angucken auch ein bisschen nervig. Aber geiler Bosskampf. Oh, was haben wir denn da? Ist da noch was drüber versteckt? Warum gibt's den? Hm. Nö. Na gut. Hätte sein können, dass da noch was Tolles ist. Gut. Also nochmal das Ganze. Also bis zum Propellerpilz möchte ich schon ganz gern kommen. So, das hier ist tatsächlich eine beschissene Stelle, also, weil man echt nicht genau weiß, also ich kann das nicht wirklich abschätzen, wann er hier den Sprung macht und wann er halt seine Flamme ausspuckt. Das ist für mich fast die gleiche Animation. Wow, ich bin groß. Okay, das ist auch ein Vorteil, aber wahrscheinlich werde ich das gleich am Anfang getroffen. Na gut. So, komm, das will ich jetzt nicht. Also der Propellerpilz ist da wirklich schon wichtig, denke ich. Also ohne den kann man es natürlich auch irgendwie hinkriegen, klar. Aber doch, den will ich schon haben. Das macht es natürlich um einiges einfacher. Ja, komm, geh weg. So. Ja, ja, ja. So, komm. Gibt es jetzt hier auch schon Propeller? Nee, okay. So, jetzt macht er den Feuerkram. So. Sehr gut. Perfekt. Ab jetzt ist es mir eigentlich auch egal, ob ich oben... Ah, ich habe Schwarzbild. Ich sehe nichts. Das war gerade mies. Ich hatte kein Bild mehr. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt war von der Übertragung. Ich hatte gerade Schwarzbild. Und wie war gerade die Bildübertragung beendet? Das nicht gut ist. Ja, komm, scheiß was drauf. Scheiß auf das Leben. Wichtig ist der hier. Der ist ganz wichtig. Hört sich nicht sehr glücklich an. Ist geil. Geil. Also muss ich schon sagen, da haben sie sich echt Mühe gegeben. Ah, fuck. Ich dachte, ich lande drauf. Ach Mann, ist das doof. Die Stelle ist kacke. Die Stelle ist echt doof. Ach Mann. Aber es macht schon Bock. Vor allem die Musik ist so cool. Ich finde die richtig geil. So Mario untypisch, aber trotzdem richtig, richtig geil. Finde ich jedenfalls. Ach. Ärgerlich. Ich hoffe, dass es wenigstens einigermaßen unterhaltsam ist, sich das anzugucken, weil ich finde den Bosskampf schon cool. Man kann ihn ja auch genießen. Tue ich ja auch irgendwo, auch wenn ich gerade verrecke, aber ich finde es schon sehr, sehr geil. Übrigens, wir werden natürlich dann auch irgendwann noch super, den New Super Mario Bros. Wii U spielen. Ich habe jetzt ja mittlerweile eine Wii U, habe ich ja geschenkt bekommen. Von der lieben Funny Luna. Und, ja, das wird natürlich auch noch kommen, aber nicht mehr dieses Jahr, ne? Logisch, das Jahr ist ja auch eh bald rum. Bin froh, wenn wir das Nachfolgeprojekt vielleicht noch schaffen. Ich glaube zwar nicht, dass wir es schaffen, aber
Wer weiß. Na, was ist? Aber klar. So, das ist erledigt. Okay, 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 okay. Hauptsache durch. Ob das nur klein ist oder groß ist, in dem Fall erstmal egal. Weil wir kriegen ja gleich relativ schnell einen Pilz. Und dann gibt es noch eine Blume. Und dann gibt es den Propellerpilz, den ich dann hoffentlich auch ehren werde diesmal. So, Carmack, verschwinde. Ich möchte jetzt die Verfolgungsjagd starten. Hallo Bowser. Spuck deine Flamme. Pflug deine Spamme. So. Es sieht schon mal besser aus, ne? Das Schema ist auch immer relativ ähnlich hier von den Schusstechniken her. Also. Passt. Perfekt. So. Und jetzt ist, wie gesagt, mir eigentlich egal, ob oben oder unten. Solange ich es nicht wieder Schwarzbild kriege, ist alles gut. Das war gerade echt ein bisschen doof. Au. Okay, das ist eh egal. Jetzt ist es wurscht, ja. Okay. Komm her. Nein! Was machst du? Oh nein, das kriege ich kein Propellerpilz. Scheiße. Okay. Gut, vielleicht verlasse ich mich dann jetzt nicht so sehr auf den Propellerpilz. Das kann natürlich auch sein. Ja, das war natürlich doof. Ah, ohne, ja gut, ohne Propellerpilz ist das natürlich ein bisschen schwierig, ne? Ah, okay. Wird in diesem Part wohl nichts mehr. Aber macht ja nichts. Wir haben ja auch noch die ganze Sternwelt vor. Das ist ja immer noch nicht das letzte Part. Das sowieso nicht. Aber ich hätte ganz gerne den Bosskampf wenigstens noch geschafft. So, komm her. Ja, wir haben ja noch genug Leben. Also das ist das Problem. Ich werde mit Sicherheit nicht Game Over gehen bei diesem Kampf. Aber ich würde schon gerne schaffen, recht zeitnah. Weil ich bin auch echt neugierig auf die Sternwelt. Weil ich nicht mehr... Ja, ich habe es ja einmal als Let's Play gesehen. Das ist echt schon eine Zeit lang her. Da gab es knackige Level, bin ich der Meinung. Und also, ich habe da schon ein bisschen Respekt vor. Gucken wir mal. Aber ich bin da schon neugierig drauf. Ob das wieder 8 Level sind oder so, weiß ich nicht. Oder vielleicht nur 6. Keine Ahnung. So. So. Mach deinen Scheiß! Das war doof. Das war richtig doof. Okay, wenn ich sogar direkt dranbleibe, ist auch nicht. Ja, jetzt wäre er gesprungen. Jetzt wäre er gesprungen in dem Moment. Ah. Man hat es an der Wolke, glaube ich, gesehen, dass er einen großen Satz machen wollte. Egal. Nur lass mich rein. Ah, okay. So, komm her jetzt. Bing. Jetzt habe ich das Ziel, da auch mal gegen zu springen, gegen den Block. Oh. Oh. So. Ach ja. Das war gerade doof. Gebe ich ja zu. Das war gerade ein bisschen doof. Dafür kriege ich das hier einigermaßen hin, ne? So. Hi. Da bin ich wieder. War verhindert. Aha. Oh no! Mario, it's me! Scheiße! Ach Mann! Das ärgert mich jetzt. Jetzt habe ich es eben. Es lief bis zu einer gewissen Stelle echt gut. Dann, ja. Na, ja. Das ist so demütigend. Ich finde das mit dem Ausrufezeichen, das ist noch schlimmer als der Mitleids-Checkpoint bei Crash Bandicoot. Das ist, weil der macht wenigstens keine Geräusche.
dass man so richtig aufmerksam geworden ist. Hier, du Idiot, mach. Nee. Da fühlt man sich doch richtig doof. Dann soll man es doch wahlweise einstellen können im Menü, meinetwegen. Ich möchte gerne eine Hilfeoption haben. Aber dieses, hier, komm, nimm den Block. Das ist richtig demütigend, finde ich. Nein, will ich nicht sehen. Sowas.